Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Runde EU4 mit unseren Franken. So, jetzt wird bald wieder der Krieg gegen Frankreich losgehen. Jetzt schauen wir hier nochmal kurz in die Karte. Jo, passt soweit. Könnte versuchen, obwohl das ist reformiert, das ist alles so optimal. Ist dummerweise irgendwie die Schweiz wieder katholisch geworden. Das nervt. Österreich hat irgendwie in fast jeder Provinz ein Kardinal. Mann, Mann, Mann. Hier. Tun wir da auch verbessern. Die Kontrolle über andere Kurfürsten. Bla, bla. Tut mir ja leid. So, hier wollte ich mal die eine Festung abreißen. Die brauchen wir nicht mehr. Da reicht nämlich die eine hier. So, oh. Die Venezianer machen sich auch breit hier. Hm? Jetzt muss ich hier gegen Venedig eigentlich auch mal vorgehen. Was man noch machen könnte, wäre hier solche Kleinstaaten diplomatisch annektieren. Das wäre noch eine Idee. Das könnte man mal machen. Hier ist sowas hier wie Passau, Trient. Trent, nicht Trient. Müssen wir mal gucken. So, Spionagenetzwerk. Dann bauen wir hier mal Beziehungen auf. Bauen wir ein Bündnis gleich. So, hier. Können wir auch mal Beziehungen verbessern. So, das mal durch. Bündnis. Ja, das könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Wollen wir die mal beeinflussen, ha? So. Das können sie ja auch noch. Dann geht das nämlich ein bisschen schneller. Bosnien-Herzegowina den Krieg erklärt. Ah ja. So, dann können die mal eigentlich wieder alle trainieren, ja. Die haben ja nichts mehr groß zu tun. Oh. Da fehlt eine Armee, sehe ich gerade. Mir doch mal den Militärzugang. Danke. Kommen Sie doch mal runter. Eigentlich könnte man ja Osman angreifen, aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Muss nicht sein. Und wieso sind da keine Ansprüche drauf? Was soll das? Wo ist denn die Schweiz eigentlich? Ja, passt. Oh, Holland möchte wieder ein Bündnis. Möchte ich aber nicht. Ich hätte gern viel lieber jemand von mir auf dem Thron. Das fände ich besser. Viel besser. Handels macht immer noch nicht so viel, wie ich gern hätte. Das reicht. Welche Schulden? Nö. Leider nicht. Aha. Ist die schon geschenkt gesendet? Nee, ne? Leider nicht. So, hier kann man noch ein bisschen warten.
Das Geld sparen wir uns. Und jetzt macht. Danke. Der möchte nicht, dann übertragen wir uns zumindest den Handel. Wenn das nicht zu viel verlangt ist. Oh, da habe ich noch gar kein Bündnis gemacht, sehe ich gerade. Oh, Bürgerkrieg. In Dingens. So, hier muss er eigentlich bloß noch das Zeug ein bisschen hochpuscheln und dann passt das. So, das ist ein Start, das ist ein Start. Okay, dann ist das hier relativ egal. Haben wir auf Zürichen Anspruch. Können wir die demnächst mal ein bisschen reformieren, würde ich sagen. Hier sind wir im Dezember durch, okay. Könnten eine neue Idee machen. Aber jetzt noch nicht. Das hat noch Zeit. So, schicken wir nochmal Erzürnte Nation los. Offenbar haben wir da keine weiter. Okay. Dann bauen wir hier mal ein Spiel Nahschwertzeug auf. Böhm noch ein bisschen klein machen. Passau ist eine Staatsehe, ja. Ah, siehst du? Können wir jetzt schon zum Vasallen machen. Sehr schön, das ging schnell. Ach, Trent ist ein Bistum, die können wir noch nicht. Aber demnächst. Regensburg hätte ich vielleicht auch diplomatisch machen sollen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Oh. Was? Kastilianische Kolonialkrieg in Großbritannien. Ach nö. Na gut. Wie machst du noch verbündet? Österreich und Franken. Oh. Moment. Das ist doch die Gelegenheit, oder? Da anzugreifen. Aber vorher müssen wir hier das noch durchspringen. So. Wen sind wir dann im Krieg? Den da oben. Dann helfen wir da erstmal. Bis dahin. Bis dahin. Das mal so. Ein Befehlshaber ist tot. Das ist nicht gut. Oh wow. Okay. Das nenne ich mal gute Befehlshaber. Oh, Kostenartillerie gestiegen. Na toll. Kann ich überhaupt jetzt einen Vasallen machen im Krieg? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, doch, geht. Solange er selber nicht im Krieg ist. Passt das. Und da ist der nächste Vasall. Sehr schön. Auch wenn wir jetzt ein bisschen viel haben. Was soll's?
Sehr schön. Sehr schön. Drauf da. Anschließen sollte er sich eigentlich nicht. So, wo ist denn hier ein guter Belagerer? Der hier. Ah, Waffenstillstand ist zu Ende. So gut. Da hat Battenburg ein Anrecht drauf. Dann machen wir das mal so. Was? Moment, was? Was war jetzt? Ich weiß es nicht. So. Kommen wir da rüber? Nee. Nicht so ganz. Die von Hohenzollern, die ist erschüttert nach sowas. Wieso das denn? Kann man das hier Brandenburg geben? Danke. Nicht erwischt. Antwerpen sind wir auch schon wieder durch. Das läuft. Da hinten sind Armeen. Okay. Laufen wir da doch mal hin. Sehr schön. Das ist ein sehr guter General. Den setzen wir mal da rein. So. Das hier ist Ende. Okay. Dann plündern wir hier doch noch ein bisschen. Ne? Mecklenburg. Wo warst denn du? Das ist ein Dingens, ja. Möchte ich das? Ja, warum nicht? Aha, Friesland ist auch durch. So. Mal da runter. Nein, nehmen Sie die jetzt raus oder nicht? Sieht wohl nicht so aus. Wenn ich jetzt Österreich angreife, ist Litauen nicht dabei, Kastilien ist nicht dabei. Ja, das ist ja easy going dann. Dann greifen wir da doch mal direkt an. Würde ich sagen. So, wenn da keiner mitkommt, umso besser. Dann schicken wir die nämlich alle mal da runter. So. Dann passt das. Da sind wir dann auch gleich durch. Dann siegen wir schon mal raus. Ich hoffe, die haben jetzt Bündnis gebrochen. Ne, haben sie nicht. Na, super.
Und Neapel ist noch dabei. Genau. Ja, kommen wir gar nicht hin. Na, das ist ja doof. Ob die denen das Land geben? Ich wage es zu bezweifeln. Mal aufteilen. So, Den Haag haben wir auch gewonnen. Die sind jetzt einmal komplett besetzt. Dann sollen die sich mal aufteilen. Ah, Friesland wurde rausgenommen. Habe ich was bekommen? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Ist ja nicht so, dass ich nichts mache, ne? Oder wie sehen die das? Offenbar nicht so. Holland ist raus. So, wie kommen wir jetzt da runter? Das hier. Österreich hat aber kräftig besetzt. Und so, kommen wir hier irgendwie durch? Gut. Ach, Hallöchen. Wen haben wir denn da? Wo wollen wir denn hin? Wieso läuft das so rum? So, Wien ist auch schon gefallen. Oh, erwischt mir dich da vielleicht. Das wäre super. Bums und weg. So geht's natürlich auch. So, dann fahren wir auf die Festung, okay. Wollen wir die 20.000 erwischen da unten? Dann stellt euch mal da hin. Krieger lesen keine Bücher. Das sehe ich aber anders. Sie müssen nur im Forum gepeitscht werden. Genau. So sehe ich das nämlich auch. Kann man die gleich neue Religion erzwingen? Nee, ne? Das wird nicht funktionieren. Ach, schade. Bündnis mit Kastilien aufkündigen. Als nächstes. Das wäre schön. Ja. Das hat super geklappt.
Verfolgt man den nochmal? Wo auch immer er rennt. Wo ist er hin? Tuben. Nee, dann holen wir uns lieber den Einzelnen hier, bevor der Ärger macht. Wo er da irgendwie was zurückholt. Ah, so ein Säckel. Nee, nee, nee. Ich glaube, wir müssen demnächst mal Ungarn annektieren. Da rennt wieder ein Einzelner rum. So, jetzt kommt da keiner mehr durch. Denke ich zumindest. Sollte zumindest nicht. So, Marus ist auch wieder befreit. Ach, da oben. Wen haben wir denn da? Da ist ja die Armee. Genau, verzieh dich mal. Den verbessern und das Ganze noch einmal erhöhen. Finanziell gesehen sieht das doch sehr gut aus alles. Kommen wir da hin, nö, ne? Das habe ich mir schon gedacht. So, Neapel haben wir auch. Sehr schön. Haben wir noch ein frei. So, jetzt. Was kann man denn Schönes mit dir machen? Religion erzwingen kann man leider nicht. Nation entlassen können wir auch nicht. Bündnis aufkündigen könnten die. Geld. Kriegsreparation. Die übertragen? Nee, brauchen wir nicht. So, sind die nämlich auch raus. So, lauf mal da hoch. Oh. Es geht nicht. Und da los. Oh. Die werden gerade zusammengestaucht da oben. Und ich sehe gerade, ich müsste mal einen Anspruch auf Lüttich machen. Böhmen. Neuhaus. Kurz warten, bis das hier durch ist. Sehr schön. Kein Diplomaten. Ah, die müssen wir auch noch zur Religion erzwingen. Ja, passt doch. Wunderbar. Das sind sogar eine Reichsstadt. Jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm. Und dann können wir Frieden machen mit Österreich, ne?
Die drei Provinzen hätte ich gern, genau. Geld. Kriegsreparation, Verträge aufkündigen mit Kastilien. Kann Provinzen aufgeben. So, man könnte sich das noch schnappen. Nee, muss nicht sein. Ah, ich sehe gerade. Holland ist, glaube ich, schon wieder schief gegangen. Ja, die haben Nachfolger bekommen. Ach Mann, das funktioniert einfach nicht. Immer kriegen die Nachfolger. Das ist so nervig. Glaubt man gar nicht. So, jetzt haben wir hier eine schöne Verbindung zu unserem Vasallen. Sehr schön. Haben wir hier eigentlich einen Kriegsgrund? Ja, haben wir. Bosnien, Serbien und Memmingen. Und jetzt sind wir noch ein bisschen im Krieg. Achso, wir kommen jetzt nicht durch. Ist ja blöd. Soll aber kein Problem sein eigentlich. Städten könnte man auch angreifen. Möchte ich aber eigentlich weniger. Kann ich Kriegsandrohung machen? Achso. Sind im Krieg, dann geht's leider nicht. Merkantilismus. Mantua, Venedig, Deutscher Orden. Würde ich sagen, gehen wir erstmal gegen die Walachei vor. Hm? Das sollte ja kein Problem sein. So, okay. Dann gehst du mal dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Und die sind exiliert. Sehr schön. Warum auch immer. Ach, und Memmingen ist natürlich wieder nicht dabei. Ist natürlich blöd. Möchte ich da schon die nächste Stufe? Eigentlich noch nicht. Oh, da haben wir Unterstützung bekommen. Finde ich gut. Hügel. Okay. Das passt soweit. Dann kannst du eigentlich dahin. Oder kümmere dich mal um die Armee. Die hier nicht rumkrauchen die ganze Zeit. Muss ja auch nicht sein. Da sind wir durch. Sehr gut. Dann
Dann besetzen wir das doch gleich mal. Eigentlich kann er sich hier nochmal aufspalten und da auch noch besetzen. Oh, zu viel Militärmacht. Ich könnte auf jeden Fall nochmal einen Kommandanten holen. Geht irgendwo einer? Eigentlich nicht, ne? Man könnte fast nochmal eine Armee aussehen. Wie ist es denn so mit der Größe? Ach, da. Da haben wir noch genug Platz. Das passt. Na gut, dann geht man hier mal ein bisschen was aus, würde ich sagen. 5% sind, glaube ich, verschmerzbar. So, schauen wir erstmal, was wir hier Neues bekommen. Gehen wir auf die Mauritius, das schöne Alwanda. Hier auch noch was? Ja. Eine wichtige Tech auf jeden Fall. So, ist die Frage, was nimmt man als nächste Idee? Einfluss vielleicht. So, als nächstes, wenn wir dann die Dingens haben. Machen wir es erstmal so und dann gucken wir mal. Wo sind sie denn da hinten? Was? Ja, warum nicht? Verbesserung der Linsenherstellung. Oh, sehr schön. Glaspreis ist direkt nochmal gestiegen. So. Ach, jetzt bin ich wieder dran vorbeigelaufen. So ein Mist. Da kam gerade eine Provinz dazu. Nur dummerweise haben wir einfach nicht genug Reichsautorität. Das ist das Problem. So, jetzt können wir den Schönes mit dir machen. Ein Vasall. Das wäre natürlich eine Idee. Auch wenn wir dann noch mehr haben. Die Staatsehe mit Holland könnte man mal aufkündigen. Eventuell. Ich warte einmal, bis der stirbt. Das ist auch gut. Mecklenburg. So, hier hin, die schleichen da noch alle rum. Wo sie hinwollen, wissen sie auch nicht so recht. Serbien. Ja, geht nicht. Okay. Bosnien. Möchte noch nicht. Wir haben die Armee.
Weiß man nicht. Ah, ist das nervig. Oh, Friesland ist aber klein geworden jetzt. Das gefällt mir. Ah, das Bosnien. Möchtest du jetzt? Immer noch nicht. Ah, erwischt. Schmissen natürlich. So, dann lösen wir die mal eben auf, die Armee. Dann müssen wir die da unten noch. Kommt der schon wieder her hier? Ist ja schlimm. Dann sollten wir mal noch die Katholiken vertreiben da unten. Das ist auch von mir, das dauert noch ein bisschen. Schade. Okay. Ah, das sind wir durch, sehr gut. Da sind wir auch durch, dann rauf auf die Hauptstadt. So, schauen wir mal schnell hier rein. Ah, was soll es bitte hier auf jeden Fall? Als jetzt die anderen zum Beispiel. Was habt ihr für eine Religion? Protestantisch, ja, das passt ja. Das ist super. Dann soll der gerade mal noch da runterlaufen. Also wenn wir jetzt noch die bosnische Armee erwischen würden, ne, wäre das super. Mehr Armee-Tradition. Ich glaube, davon kann man nie genug haben. Oh, wir sind ja schon bei 100. Wow. Dann gucken wir doch gleich mal nach generell, ne? Ist die Verteilung nicht so gut, wie ich es gern hätte, ehrlich gesagt. Unteren kann raus. So. Geht nicht. Achso, war er gerade belagert wahrscheinlich. Oh, erwisch mir dich da. Das wäre super. Oh wow, der ist ja geil hier. Das nenne ich mal einen Belagerungsgeneral.
So, da kann der mal raus und wir setzen den da zum Beispiel ein. Die alten Knacker raus. So. Kommen wir darüber. Mehr oder weniger. So, ist das endlich mal erledigt. Okay, machen wir Bosnien zum Vasallen, würde ich sagen. So. Dann. Ist jetzt Bosnien mit im Krieg? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee. Das ist blöd. Machen wir das so. Geht nicht. Einen Tag warten. Ja, komm, das ist alles halb so wild hier. So. Und dann noch die Walachei. Hilfe gegen rebellischen Adel. Ja, wegen mir. Ist mir recht. So, Walachei könnte ich jetzt theoretisch auch noch zum Vasallen machen. Nee, kann ich nicht. Und wieso nicht? Ja, erstmal Memming im Flash rausnehmen. So. Kann ich das hier eigentlich schon Bosnien geben? Oder geht das im Krieg nicht? Nee, geht im Krieg nicht. Okay. Gleich mal die Beziehung verbessern, dann passt das wieder. So, Anspruch. Koloniales Australien von Portugal. Okay. So, wenn die hier mal durchkommen würden. Aber es ist halt so. Damit immer was vorangeht hier. Geht doch. Sehr schön. Kann der schon mal zurücklaufen. So, jetzt tun wir hier noch schnell Frieden machen, dann machen wir Schluss heute. Oh, ich könnte ihn komplett annektieren. Die haben irgendwie was dagegen. Kann ich gar nicht verstehen. Aber was ist das für ein Kriegsgrund, wenn ich da Haufen Diplo-Punkte zahlen muss? Das ist ja Blödsinn. Können das ja alles Umgang geben. So,
geht nicht. Wieso geht das nicht? Hä? Gerade ging es doch auch. Was ist das für ein Quark? Machen wir es halt so. Oh. Die fränkischen Karpaten erkennen sie nicht. Ui, jetzt sind wir ein bisschen überdehnt, so leicht. Aber das kann man ganz schnell ändern. Ah, wir sind noch im Krieg, verdammt. Habe ich natürlich nicht dran gedacht. Das ist jetzt blöd. Gut, dass mein Netz auszudrücken. Das gibt dann gleich ein bisschen Unruhe. Na gut. Das müssen wir in der nächsten Folge klären, denn ich mache jetzt erstmal wieder Schluss für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Auf Wiedersehen.